Nach knapp 6 Stunden gleich, verdammt. Zwei Glas braucht man noch. Sollte man schaffen. Mit Starkrom auch die guten Kabel, sehr schön. Nochmal 4 Glas mehr. Mechanismen werden wir ein Barrel brauchen. Wir machen hier mal das Mechanism Barrel. So, zack. Zack. Jawohl. Wie fetzig ist denn das? Jetzt ist die Frage, schafft man den Crusher noch? Ich glaube nämlich schon. Das ist ja der Wahnsinn. Hätte absolut nicht damit gerechnet, dass wir so schnell mit Mechanism starten können. Gut, wir sind jetzt auch 6 Stunden mittlerweile dabei. Das ist natürlich auch nicht zu unterschätzen. Aber gut. Irgendwo muss man anfangen. Hier bei mir ist es jetzt ein 10:45. So, die Grünen brauchen wir Osmium und 2 Redstone. Ne? Mit dem Crusher können wir nämlich die Ores verdoppeln, ohne dass wir jemals wieder so einen verdammten Hammer brauchen. Ach, wir hätten eh welche bekommen. Naja. Too late, too late. Crushera. Eines noch.
Alles noch, danke schön. Hell yeah. Sollte man noch gar nicht haben. Der müsste jetzt aber diese Ors verarbeiten können, oder? Shit, das ist ein Enrichment Chamber. Kein Wunder, dass die als nächstes gedacht war. Das tut jetzt kurz weh. Ich habe 2 Schmelzer gemacht. Och Gott, bin ich ein... Ja. Ich habe keinen Crusher zusammengebracht. Stahl braucht man noch. Ja, gut. Crusher, kann man sich da nicht auch anschauen, was man damit machen kann? Ja, was weiß ich. Crushes was into the dirty dust form. This is useful to convert clumps into dirty dust, which can be for enrichment chamber. Also braucht man den Crusher doch. Ich muss eben Sand holen gehen. Ich weiß, ich höre auf, ja, gleich. Zuerst crushen und dann enrichen, glaube ich, ne? Dann haben wir schon quasi Verdreifachung, oder? Wir werden hier auf jeden Fall diesen Gravelstrand abtragen. So. Dankeschön. Wir brauchen den Sand ja sowieso mal. Ja. Zwei Lava-Buckets brauchen wir auch noch.
Das wird eine knappe Geschichte mit dem Eisen. Aber zwei Öfen hätten wir schon mal. Werden wir sicher brauchen. Hatten wir hier oben Lava? Ich kann mich nicht erinnern, ich glaube nicht. Ne? Einmal in den Keller runter. Ich hoffe, die Aufnahme funktioniert dann auch. Das habe ich jetzt 6 Stunden für mich selbst gespielt. Ne? Das Schlimme ist halt, wenn man hier dann als nächstes mehr oder weniger schon den Nether vorstoßen, dort ordentlich Netherquarz mitnehmen und hier noch ordentlich Eisen einsammeln, können wir halt bereits ein Refined Storage System aufbauen. Ne? Da ist schon ein wenig, ja, wie soll man denn sagen, verstörend, ne? Aber ja, könnte sich so ergeben. Lass mal eben schauen, dass nicht irgendeine Festplatte voll läuft. Ah ne, schaut gut aus. Okidoki. Es wäre heute auch in dem Fall ein verdammt langer Stream geworden, ne? Wenn ich gestreamt hätte, vielleicht das nächste Mal. Enrichment Chamber. Works like a macerator. Pulverize it will break ores down into dust. This breaks 3 raw ores down into 4 dust. This is start of your ore factory. You can also be upgraded to a factory machine increasing. Okie dokie. Zack, 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 zack. Okay. This machine crashes onto their dirty dust fund. This is useful to convert clumps into dirty dust, which can go through an enrichment chamber to create ore dust, which can be smelted into iron ingot. Dann probieren wir das eben mal. Den 3 Osmium, die wir da haben, zufällig. Nein. Dann nicht. Thank you.
Dann Eisen. Vielleicht. Nein. Okay, da brauchen wir immer drei Apatien. Okay. Aber hä? Was kann der Crusher dann? Also abgesehen von Sand machen. Okay, wir brauchen ein paar Barrels. Damit wir hier ein paar Automatisierungen machen können. So. Enrichment Chamber. Inputs. Ah, kann man nicht. Wir können nicht Auto pushen, ne? Square dann sehen, wie es aussieht. Ja. Das heißt, wir bräuchten immer Dinge, die mit drei multiplizierbar sind. Zum Beispiel drei Stacks von irgendwas, ne? Eins, zwei, drei Stacks Kupfer zum Beispiel. Output. Ja, das haut hin. Output right. Front output E. Yep. Perfekt. Input on top können wir auch machen. Wenn wir sagen, wir wollen nur manuell was machen, ne? Was sagen wir, schmelzen eine Schachtel voll Kobber. Das ist jetzt zum Beispiel die Kobber-Taste, die noch weggehören, hauen wir da rein, fertig. Gut, das waren Kupfer. Eben mal ein wenig gleichräumen. So, alles was das sind.
Ich habe gleich einen Anwendungsfall für den Kollegen gefunden. Der wird uns nämlich... wir haben ja Pipes noch bekommen. Basic Pipe Upgrade improved. Aber kann ich da filtern? Oh Gott, was habe ich... Wie habe ich denn das jetzt eingeschaltet? Items, Fluids, irgendwas. Ach komm, wie habe ich denn jetzt den Blödsinn eingeschaltet? Exportinspektor. Steuerung I. Oh, Gott sei Dank. So, wie filtert man da? Advanced Upgrade braucht man da. Für was sollte ich das noch schnell haben? Ach so, um direkt Holz rauszuladen, ne? Ah, komm. Dann nicht. Den Goldlast vergessen, da hinten loszuwerden. Der wird nämlich Charcoal herstellen. Weil, warum nicht?
euch zwei Stacks nehmen. Jetzt habe ich dann doch einen Anwendungsfall für die Universal Pipes. Nämlich den Blödsinn zum Generator hochtransportieren. Dann hätten wir unser erstes Basis-Power-Setup. Auf jeden Fall zusammen. Ich glaube, das Lied haben wir schon gehört, ne? Aber kein Wunder, wir streamen 6 Stunden und ich glaube, die Playlist geht 4 Stunden noch. Ach, verdammt. Perfekt. Irgendwer hat also schon Platz für Charcoal. Ah, so einer ist das. Gut. Also je voller das ist, desto besser ist es. Auf das wollte ich raus. Mit dem so einer ist er. Heizt er eigentlich Sticks? Äpfel kann er nicht heizen. Ah, sonst hätte man direkt das Teil nehmen können, ne? Und einfach so ein Teil draufbacken. Aber gut. Es wird fleißigst produziert. Gut. Jetzt soll es wirklich gewesen sein für heute. Immer 3 Stacks, haben wir gesagt. So. Zinn. Zink. Aluminium. Silber. Und 1, 2, 3, 1, 2, 3, Kupfer. Das wäre alles, was wir verarbeiten können. Und dann sind die Barrels wahrscheinlich erstmal voll. Sehr, sehr schön. Was kostet so ein Factory Upgrade?